Grüß euch, das ist die Jimmy. Ja, ich möchte heut mit euch dieses Kerberl häkeln. Wie gesagt, meins ist jetzt relativ klar und man kann es in verschiedenen Größen machen. Ich zeige euch das in der Anleitung oder sage euch das, wie das geht, dass das größer wird. Man kann es höher machen, man kann es niedriger machen, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe jetzt da einfach weiß hergenommen, weil man es halt recht schön sieht, wenn man häkelt, wie es geht. Man kann jetzt da Streifen reinmachen, man kann Schleiferl drauf nähen, kleine Schmetterlinge, ja, der Fantasie haben keine Grenzen gesetzt. Und ja, für was braucht man so ein Kerberl? Man kann es hernehmen, als Servetten rein da, als Brotkerberl. Vielleicht im Bad für eure Schminksachen. Man kann es hernehmen als Puppenkörbchen. Also wenn man da hergeht und dann, ich zeige euch das in einem anderen Video, wenn man kleine Puppen, Schlafsack oder Decke häkelt. Und dann ist das wirklich ganz, ganz lieb für so kleine Puppenmuttis, wenn sie da ein Bettel haben für die Puppen. Ja, für mich hat diese Kerberl gedacht für mein Sternchenprojekt, weil ich arbeite ja ehrenamtlich für Schmetterlingkinder und für das nehme ich die Kerberl her. Aber wie gesagt, so Kerberl, man kann da zum Beispiel zwei Blumentöpfe reinstellen. Braucht es bloß unten vielleicht von einer alten Plastikdiele stecken oder was, das schneidet euch da rein, stellt zwei Blumentöpfe rein, zwei kleine. Also man kann da wirklich ohne Ende flexibel sein. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Anleitung. Ja, wir brauchen dazu eine Wolle. Ich habe jetzt da für Nadelstärke Nummer 3 bis 3,5 und die nehme ich doppelt, weil das Kerberl sollte ja stabil werden. Und dazu nehme ich eine Häkelnadel Nummer 6. Weil das wird dann einfach fester, das Ganze, als wenn man da jetzt eine Häkelnadel 7 oder so nimmt. Ja, dann legen wir mal los. Wir fangen an mit einer Luftmaschenkette. Und zwar, wir brauchen jetzt 13 Luftmaschen. So, ich habe jetzt da meine 13 Luftmaschen. Wenn ihr ein größeres Kerberl haben wollt, dann macht es einfach mehr Luftmaschen. Also ihr könnt da 20, 25 Luftmaschen machen, das ist vollkommen egal. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal ein kleines Kerberl. Jetzt gehen wir her, stechen wir da in die zweite Ei und machen eine Reihe feste Maschen. Ja, ich habe jetzt da meine Reihe feste Maschen und in die letzte Luftmaschen. Da macht man 3 feste Maschen rein. Also eins, immer in das gleiche Einstecher. 2, 3. Ja, weil ich im Vernähen ein bisschen faul bin, lege ich mir jetzt die Wolle praktisch da so drauf und stricke die gleich mit der rein, weil dann können wir das Vernähen sparen. Jetzt auf der Unterreihe, das sind ja unsere Luftmaschen da, da geht es jetzt weiter mit lauter festen Maschen. Und wie gesagt, ich lege die Wolle da dazu, dann ist das schon vernäht. Müsst ihr bloß schauen, dass in jede Luftmasche da einsticht, dass das gleich wird. So, meine Luftmaschen sind jetzt da fertig. Ich habe dann mittendrin einfach den Faden, den ich mitvernäht habe, habe ich einfach hängen lassen. Und jetzt gehen wir her, wo wir die ersten Maschen vorher angefangen haben. Da stechen wir genau nochmal ein und machen da nochmal 2 Maschen rein, 2 feste, damit wir da auch 3 Maschen haben. Jetzt gehen wir in die erste feste Masche, wo wir da gehäkelt haben, und machen wir eine Kettmasche. Jetzt machen wir eine Luftmasche und gleich in das erste, also nicht in die, sondern in die eine feste Masche, weil das ist wieder eine Zunahme. Und jetzt wieder lauter feste Maschen.
Ja, jetzt sind wir da ja hinten wieder an der Runde. Und zwar, da werden jetzt die drei festen Maschen von der Vorrunde verdoppelt. Ihr müsst schauen, also das ist praktisch die mittlere. Dann haben wir da eine und haben wir da eine. Und die verdoppelt man jetzt. Das heißt praktisch eine feste Maschen und in dasselbe nochmal eine feste. Und bei der nächsten das gleiche. Eine feste und nochmal eine. Und da das gleiche nochmal. Ja, und jetzt gehen wir her und machen wieder lauter feste Maschen. So, ich habe jetzt da die festen Maschen. Und wir haben da am Anfang jetzt schon eine zugenommen. Jetzt brauchen wir nur die zwei in der Mitte. Die werden wieder verdoppelt, dass wir unsere drei Zunahmen haben. Also, feste Maschen in selbe Nummer und das gleiche Nummer. 1, 2. Dann gehen wir in die erste Masche rein und schließen es mit einer Kettmasche und wieder eine Luftmasche. Ja, so schaut das jetzt schon aus. Und wir haben jetzt da wieder eine Luftmasche. Und jetzt sticht man nicht mehr in das direkt daneben ein, weil sonst wird das ein bisschen krumm, das Ganze, sondern in die nächste. Wir machen wieder feste Maschen. Und zwar bis wir wieder bei der Runde sind. Und dann nehmen wir wieder die mittleren drei. Die werden wieder verdoppelt. Also immer zwei feste Maschen in eine rein. Upsala. Das zweite Mal. Und das dritte Mal. Dann wieder lauter feste Maschen. Bis wir wieder der runde Hand, dann nehmen wir wieder die mittleren drei und die werden wieder verdoppelt. Also in jede zwei feste Maschen. Dann haben wir jetzt da noch eine, wo wir häkeln müssen. Und dann schließen wir das Ganze mit einer Randmasche. Ja, so schaut das jetzt schon aus. Jetzt machen wir noch eine Reihe. Also wir machen wieder eine Luftmasche. Gingen nicht in den rein, was uns damals verdoppeln, sondern in die nächste. Machen wieder eine Reihe feste Maschen. Wenn wir wieder an der Runde haben, nehmen wir wieder die mittleren drei, die werden wieder verdoppelt. Also wieder zwei feste Maschen in eins, das Ganze dreimal. Dann häkelt man die Reihe einfach fertig in feste Maschen. Ja, wenn wir wieder da herum sind, nehmen wir wieder die mittleren drei. Das ist noch nicht ganz die Mitte. So, die mittleren drei, die werden wieder verdoppelt. Also in jede Masche zwei feste Maschen. Und dann macht man natürlich da die Reihe fertig bis zu unserer Anfangsmasche. Und wir schließen das wieder mit einer Kettmasche. Ja, also mein Boden vom Kerberl ist jetzt fertig. Mir reicht die Größe. Wenn ihr jetzt ein größeres Kerberl haben wollt, dann macht es einfach jetzt außenrum noch mehrere Reihen. Ihr habt, sagen wir mal, 20 Luftmaschen, dann braucht es natürlich mehr rein, weil sonst wird es ja so ewig lang, das Ganze. Und dann schaut euch das einfach an und wenn ihr sagt, oh, das passt für mich, dann könnt ihr weitermachen. Also wie gesagt, das ist immer das Gleiche, immer an die Runden jetzt drei Maschen extra dazu da, also zwei in eine auf jeder Seite und dann ist das ganz leicht. Der einzige Tipp von mir, ihr müsst immer schauen, dass wirklich in der Mitte heizt.
weil sonst wird das Kerberl krumm und schief. Das ist eigentlich die einzige Kunst dabei. Ja, und wenn wir jetzt unseren Boden praktisch haben, dann geht es jetzt weiter. Da macht man eine Luftmasche. Und jetzt gehen wir her die nächste Masche. Man sieht jetzt da, da haben die zwei Fäden. Und wir stechen nur in das hintere Ei und machen eine feste Masche. Da ist das Gleiche. Da ist da ein Faden und da der Faden. Und den hinteren nehmen wir und stecht man ein, macht man feste Masche. Also immer hinten einstechen und eine feste Masche machen. Das machen wir jetzt die ganze Runde, bis wir am Anfang sind. Und wir machen jetzt keine Zunahmen. Also einfach jede Masche ohne Zunahme. Ja, wenn wir da die ganze Reihe gemacht haben, dann schließt man das auch wieder mit einer Kettmasche. Und das Ganze hat eigentlich den Grund, dass das Kerberl einfach besser steht. Es wird ein bisschen stabiler. Wir machen wieder eine Luftmasche. Und jetzt kommt praktisch, also das war der Boden und jetzt kommt da der Rand auf. Und das arbeiten wir in halbe Stäbchen. Wir holen einen Faden, stechen in die nächste, also nicht in dieselbe, in die nächste Ei. Einmal durch und durch alle durch. Und das macht man jetzt auch wieder die ganze Runde ohne Zunahmen. Ja, ich habe jetzt die Reihe halbe Stäbchen fertig. Und jetzt schließt man da oben, also das war die eine Luftmasche, und in die nächste schließt man die Runde mit einer Kettmasche. Dann macht man wieder eine Luftmasche, holen am Faden und näht in das erste, ins zweite und machen wieder eine Reihe und schließen das wieder mit einer Kettmasche. Und so macht man das jetzt, bis unser Rand hoch genug ist, so wie wir ihn halt haben wollen. Ja, ich habe jetzt 3 Reihen halbe Stäbchen gemacht und so schaut das jetzt schon mal aus. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich so hoch machen, wie ihr wollt, dann macht ihr halt nur 2 Reihen drauf oder ganz egal. Ja, jetzt gehen wir her, schneiden wir einen Faden ab, ziehen einmal da durch, machen das gescheit fest und dann vernähen wir nur das Ganze. Also ich mache das immer ganz einfach, dass ich das, ja, was ich noch sagen wollte, genau. Ihr müsst das Kerberl jetzt so drehen, dass man diese Naht da unten sieht. Weil die sieht man auf der Innenseite nicht. Das ist das praktisch, wo wir hinten eingestochen haben bei den festen Maschen. Das muss außen sein und wir vernähen innen. Also ich mache das ganz einfach. Ich stiche da einfach ein paar Mal durch. Und dann wird das schon abgeschnitten. Und mit dem anderen macht man es natürlich genauso. Ja, und die 2 Fäden, wo da unten noch sind, wo wir am Anfang schon mit eingekeckelt haben, die können wir abschneiden. So, fertig ist mein Kerberl. Also wenn man das jetzt so sieht, es ist ganz einfach, wie gesagt, das Einzige ist das, dass man immer schauen muss, dass man die Runden richtig zunimmt. Weil wenn man da schräg zunimmt, dann wird das krumm und schief. Und so schaut das jetzt aus. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Video. Eure Jemi.